Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy IV The After Years. So, nach der letzten etwas kürzeren Episode steigen wir jetzt hier nochmal ein in der nächsten Folge. So, ich weiß, die letzte Folge war ein sehr, sehr knapp bemessen, aber das hängt eben damit zusammen, ne, habe ich ja letztes Mal schon angesprochen, dass wir hier in den Krater rein wollten und den wollte ich gerne als einzelnen Abschnitt haben. Einschlagkrater Rand. Ich war einfach in der letzten Episode vielleicht eine Minute schneller, als ich mir ursprünglich berechnet hatte. Sieh dir das an! Hier muss ein Meteorit eingeschlagen sein! Du Schlaumeier! Ausrufezeichen, Fragezeichen! Er frisst das Land auf, wie ein Parasit! Es ist kein einfacher Meteorit! Ach, was? Was meinst du damit? Das hast du doch gerade gesagt, er frisst das Land auf wie ein Parasit! Mehr kann ich dazu noch nicht sagen! Selbst ich bin ratlos, aber er frisst doch das Land auf wie ein Parasit! Das hat doch Gorbes gerade gesagt! Gut, hier sind nicht gerade sehr helle, aber was soll's. Wir gucken uns um hier auf diesen Meteoriten. Einschlagskrater. So, das wollte ich sagen. Meteoriten-Einschlagskrater, um das mal richtig zu stellen. Natürlich machen wir hier genauso weiter wie vorher auch. Wir zaubern Radzauber auf alle, während der andere mit Radzaubern auf alle heilt. Die Gegner sind hier nicht wirklich anders als vorher. Komm, ich ändere das mal kurz um auf Blitzra. Nein! 76 kritische Schaden! Oh mein Gott, das ist ja unglaublich! Steinerner Blick! Darum will ich diese Viecher immer gleich loswerden. Wisst ihr jetzt warum, ne? Steinerner Blick ist ziemlich widerlich. Vor allem, es kann auch mal ganz schnell passieren, dass man nicht aufpasst. Und man sieht gar nicht, wie der Charakter gerade so vor sich hin dampft. Und ganz plötzlich ist man versteinert. Und das passiert dann ganz schnell auch bei dem zweiten Charakter und wupp, tot ist man. Ja, wenn alle Charaktere versteinert sind, für die Leute, die es nicht wissen, die sich in Final Fantasy nicht auskennen, ich denke mal, die meisten, die hier zuschauen, sind Final Fantasy-Kenner. Aber für die Leute, die es nicht wissen, es ist so, wenn alle Charaktere versteinert sind, nein! Er soll doch auf alle zaubern. Er trifft natürlich nur einen, weil ich vorhin auch nur einen Gegner auswählen konnte. Also, für die Leute, die es nicht wissen, wenn alle Charaktere versteinert sind, kommt das Kampf und Fähigkeit leicht, denn Versteinerung ist permanent. Und dann zählt es natürlich als tot und man hat verloren und ist Game Over und so. Also alles, was so ziemlich doof ist. Alles, was man normalerweise vermeiden will. Phönixfeder gefunden, zwei Schritte, nächster Kampf. Wie sollte es auch anders sein? Auch hier kann das Mana sehr schnell sehr knapp werden. Man kann natürlich auch hier wieder wunderbar physisch angreifen, ein nach dem anderen physisch umhauen mit der geballten Kraft von Gobes. Allerdings ist das nicht nötig, denn der nächste Speicherpunkt ist nicht weit, er lässt nicht lange auf sich warten. Während die einfach mal ihre langen Stangen in Fusoya stecken. Es geht halt so einfach viel schneller. Vermutlich hätte ich die letzte Folge auch auf ein bisschen länger als 30 Minuten strecken können, so wie meine Folgen normalerweise sind. Wenn ich einfach physisch angegriffen hätte mit dem guten Gorbis die ganze Zeit, hätte bei Mana gespart und so weiter, nur wären wir auch dann nicht so schnell gewesen. Mithrilschwert, schauen wir doch mal. Könnten wir ausrüsten, macht mehr Schaden. Ne, es ist schon ein Wink mit dem Zaunpfahl, ihm hier das Mithrilschwert anzulegen. Ihr seht, das antike Schwert, das Blutschwert oder das Mithrilschwert. Also, es funktioniert. Ich zeig's mal kurz. Ich leg's mal kurz an. Physischer Angriff wäre natürlich schwächer dadurch. Na gut, jetzt kommen natürlich ausgerechnet hier Gegner, bei denen man zaubern muss. Natürlich ziemlich doof. Aber man kann sich ja mal wirklich für diese Gegner hier aufheben. Eisra! Ja, der Zauber, der kontert mit Eisra, wenn man ihn angreift, magisch. Also ich glaube zumindest, dass es ein Konter ist, weil er hat bis jetzt immer, nachdem ich ihn magisch angegriffen habe, Eisra aktiviert. So, ich hoffe mal, dass jetzt irgendwie Gegner kommen, die man angreifen kann. Also, wisst ihr schon, ne? Magisch. Physisch.
Ich meine, Gorbes Schwert, die Ebenholzklinge, ist auch sehr, sehr mächtig, um physisch anzugreifen, aber natürlich nichts im Vergleich zu einem Mithril-Schwert. Hier müssen wir auch was, dass wir nicht zu früh runterspringen, denn das sind hinten Kisten. So. Hier genau das gleiche. Da habe ich auch mal die Kiste verpasst und musste den ganzen wieder zurücklaufen. In Einhorn. Hauptsache, wir haben ein Einhorn gefunden. Da seht ihr hinten schon den Speicherpunkt. Hoffentlich, genau. Und hier zum Beispiel greifen wir mal an. Natürlich sind physische Angriffe gerade schwächer. So, 413 Schaden. Wenn physische Angriffe jetzt nicht schwächer wären, wenn man die Mondphasen so gestalten würde, dass physische Angriffe zu seinem Vorteil sind, dann sterben die auch schon mit einem Angriff. Oder sollten mit einem Angriff sterben. Vielleicht hat man vorher noch ein bisschen trainiert oder so, ne? Auf diese Weise kann man wunderbar Mana sparen. Also wer hier rumheult von wegen, das ist ja hier alles so, Mana, keine Mana mehr und so, der hat entweder nicht genug Hütten gekauft oder der hat nicht gerallt, dass man auch wunderbar physisch angreifen kann. Was ich jetzt mache, ist hier die Ebenholzklinge wieder anlegen, denn die ist magisch besser. Und außerdem benutzen wir nicht Blitzra, sondern Eisra auf die beiden hier. Ich hoffe mal, es klappt noch vor der Versteinerung. So, zack. Ne, wie wir in Palums Geschichte gelernt haben, es ist immer eine Frage der Intelligenz. Es ist immer eine Frage dessen, wie man die Elemente ausnutzt. Die Elemente. Ne, also wenn man die Elemente zu seinem Vorteil nutzt, die Stärken und Schwächen der Gegner kennen und ausnutzen, dann kommt man als Schwarzmagier wunderbar durch die Welt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, dieses Tutorial von Paloms Geschichte. Einen kleinen Einblick in die Denkweise, die man als Schwarzmagier haben sollte. Also, es wird auch von einem Schwarzmagienutzer in dem Spiel eine gewisse Intelligenz verlangt. Was ja passt, da Schwarzmagier ja auch, wisst ihr schon, Intelligenznutzer sind. So, Schwarzmagie, komm, wir machen wieder Eis drauf alle, das passt schon. Ich glaube, ist bei den Gegnern eh egal. Ich weiß gar nicht, gegen was die anfällig sind. Vielleicht Feuer? Ach, die werden auch noch geheilt. Oh, Entschuldigung, da bin ich auf Pause gekommen. Die sind bestimmt anfällig gegen Feuer. Ich versuch's mit Feuerer. Oder komm, wisst ihr, ich bleib bei Blitz. Kein Gegner ist irgendwie stark gegen Blitz. Ah. Komm, ich versuch's mal. So, da könnt ihr es angucken, so viel sie wollen mit ihren Steinern blicken. Ja, die sind anfällig gegen Feuer. Nein, sie haben uns den epischen Siegesmoment geraubt. Das ist sehr unerhört. Square Enix, ich hasse euch. Nein, ich liebe Square. Das ist meine persönliche Meinung. Nur um das mal so zu sagen. Square Enix sind toll. Auch wenn die natürlich viel in... momentan ist also viel gebasht werden, auch viel gehatet werden, dafür, dass sie eben sehr viele Remakes machen von Spielen, die eigentlich qualitativ gar nicht so hochwertig sind, wie sie sein sollten, wie es erwartet wird von einer Firma wie Square. Wir benutzen hier wieder eine Hütte. Das betrifft zum einen Final Fantasy IV The After Years, von dem viel mehr erwartet wurde. Allerdings darf man halt auch nicht vergessen, dieses Spiel... Es war eine mobile Version. Ich habe es ja schon mehrfach Oh, nee, komm, wir speichern da nicht hin. Wir speichern hier hin. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, was die Sache so ist mit After Years. Es betrifft aber auch andere Spiele, wie zum Beispiel das Final Fantasy V. Komm hier, das passt ja mit Feuer. Wie zum Beispiel Final Fantasy V. Das Remake für die mobile Version, wo viele Leute über die Sprites herziehen, die sagen, das sieht ja gar nicht so toll aus. Das sieht aus wie vom RPG-Maker gemacht. Oder, Final Fantasy VI, das Remake, war ja auch in Kritik. Und dann verlangen die auch noch vollen Preis, 15 Euro oder was für ein Spiel, circa, ne, zwischen 13 und 15 Euro oder so. Was ja auch happig ist. Und es ist schon wirklich viel. Square nimmt sich viel raus und die können das machen, weil sie ihren Namen haben. Wegen ihres Namens können die sich das leisten. Aber mein Gott, es sind immer noch tolle Spiele, sie machen immer noch toll Spaß. Warum sollten die sich unter Wert verkaufen? Und ich finde auch, so schlecht sehen die neuen Sprites gar nicht aus. Aber es ist halt nur meine persönliche Meinung, da kann ja jeder seine eigene haben. Wer und wer bist du? Wo sind die Kristalle? Ja.
die sich mal anschauen. Wozu möchtest du das wissen? Es müssten 8 weitere Kristalle auf diesem Mond sein. 8 weitere? Wovon redest du? Punkt, Punkt, Punkt. Keine Antwort? Dann erwarte auch keine von uns. Dieser Stare-Down. Legendary. Das macht keinen Unterschied. Was? Ich habe alle Zeit, die ich brauche, um nach ihnen zu suchen, sobald ich euch beide ausgelöscht habe. Mädchen, ich finde die Musik ja richtig toll, die da immer läuft bei ihr im Hintergrund. Sehr, sehr spannend. Beschwören! Oh mein Gott, sie hat Asura beschworen! Asura! Warum rufst du die Beschwörbaren? Warum wohl? Weil sie uns vermöbeln will! Wir zaubern Blitzgar in ihr Gesicht. Außerdem zaubern wir Weißmagie, Gemach auf sie. Denn die Beschwörbaren sind, glaube ich, weitestgehend immun gegen Magie. Es reicht, wenn wir Gemach auf sie zaubern. Dass sie nicht so stark angreifen kann. Sie zaubert gelegentlich Vidgra oder greift uns physisch an. Noch haben wir keinen Schaden gemacht, deswegen ist es egal. Blitzgar auf sie. Ihr merkt schon, ich nehme sie ein bisschen ernst. Komm, versuch uns einfach mal. Gemach! Ja, daneben. Also, die sind ziemlich immun. Einfach ignorieren. Oh mein Gott, Bio, nein! Blitzgar! So, was ich auf jeden Fall noch machen will, ist, wo haben wir es? Wallum auf uns. So. Oh mein Gott, dieser Angriff! So, sie zaubert Eisgar. Wenn sie auf einen zaubert, ist es stark. Wenn sie auf 2 Leute zaubert, ist es schwach. Aber ja, zum Glück hat sie auf Golbez gezaubert, denn er besitzt ja, wie wir alle wissen, das Schild. Den Schild. Den Eisschild. Nicht das Eisschild, sondern den Eisschild. So, und so bleiben wir jetzt im Automodus und hoffen, dass unser Mana ausreicht. Blitzgar auf beide. Das Mana von Fusoya wird reichen. Ich mache mir eigentlich nur Sorgen um das Mana von Golbez. Sollte aber ausreichen. Ich glaube, wir kommen gerade so hin. Ich glaube, man kann. Das werde ich jetzt mal kurz versuchen. Fesselblick. Nein! Fesselblick! Oh mein Gott! Gut. Solange sie auf Golbez aktiviert, ist es mir das recht. Solange es nicht Fusoya ist oder beide, ist alles gut. Müssen wir halt kurz aussetzen. Solange, bis sich der gute Golbez wieder bewegen kann. So, da ist es soweit. Ich lasse ihn mal kurz Vidgra zaubern. Jetzt will ich mal kurz was testen. Ich habe das nämlich auch vorher noch nie gemacht. Schwarzmagie, Subspirit. Wir gucken mal, ob wir von ihr ein bisschen Mana klauen können. So, okay, man kann von ihr nichts klauen. Das ist schade. Dann versuchen wir mal, ob wir das von Asura machen können. Schwarzmagie, Subspirit von Asura. Ne, so bin ich auch immer privat am Rumprobieren. Daher kriege ich mal so die ganzen Boss-Strategien raus. Ich weiß, dass die Mana besitzen. Okay, aber sie kann man nicht betreffen. Ist auch nicht schlimm. Dann zaubern wir wieder Blitzgar auf sie. Wir haben nichts verschwendet, außer dass... nicht der... So. Also Asura ist praktisch völlig immun gegen Magie. Natürlich hat Asura sie jetzt ein bisschen hochgeheilt. Im schlimmsten Fall benutzen wir halt mal einen Äther. Ein Äther oder ein Turbo-Äther von mir aus. Blitzgar! So, komm hier. Machen wir Blitzgar. Wir machen nochmal hier, Items.
Also segnen würde es sich nicht empfehlen zu aktivieren. So. Denn Segnen heilt nicht genug und wir müssen auf jeden Fall sehr viel heilen. Also sie hat definitiv sehr, sehr viele Lebenspunkte. Es ist auch kein Kampf, den wir verlieren dürfen oder verlieren sollten in irgendeiner Weise. Und natürlich noch Asura, die sie auch noch hochheilt. Das kommt noch dazu. Das ist natürlich absolut nervig. Ich weiß noch gar nicht, also man kann Asura auch nicht verstummen oder sowas in der Richtung. Da seht ihr, es hat gereicht. Sie wäre auch viel früher gestorben, wenn ich nicht eben ein bisschen rumgescherzt hätte mit dem Subspirit. Dann kommt man eigentlich ganz gut hin, wenn man mit vollem Mana in den Kampf geht. Und sie verblasst einfach nur. Sehr schön, 1600 Gil, viele Erfahrungspunkte, klasse. Wir haben sie erschlagen. Es hieß entweder sie oder wir. Dieses Mädchen kann keine normale Beschwörerin gewesen sein. Meinst du, sie ist diejenige, die dafür verantwortlich ist, was mit Barmut geschehen ist? Das wäre möglich. Wir müssen zum Kristallpalast eilen. Ich fürchte um die Kristalle. Sofort. Ja, Punkt, 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 wie auch immer. Das war's dann für sie. Wir sind ziemlich OOM. Genau, was ich auch ganz vergessen habe, ist, Schwarzmagie ist momentan noch nicht stärker. Als ich auf meinem Tablet gespielt hatte, habe ich dafür gesorgt, dass Schwarzmagie natürlich stärker ist zu jedem Zeitpunkt im Spiel. Und dadurch war ich auch bei ihr mit stärkerer Schwarzmagie. Und das spart natürlich auch ein bisschen Mana, weil sie schneller stirbt. Komm hier, wir flüchten mal kurz. Lauft! Lauft! Gut, wir haben ein bisschen Geld verloren, ist aber nicht weiter schlimm. Man hätte die auch mit physischen Angriffen wunderbar besiegen können, wisst ihr ja schon. Aber was ich machen will, ist eine Hütte aktivieren. Denn man könnte sich jetzt hier tatsächlich mit Teleport raus teleportieren. Und dann direkt hinlaufen zum Kristallpalast. So, Weißmagie ist schwächer. Ja, komm, das können wir so lassen. Schwarzmagie ist jetzt zwar nicht stärker, aber wir kommen auch so wunderbar durch. Also, man könnte sich jetzt wunderbar raus teleportieren, kann ich ja mal kurz zeigen. Mit Fusoya hier Teleport, mache ich jetzt aber natürlich nicht. Denn ihr habt gesehen, der Dungeon geht noch ein bisschen weiter. Nicht Blitzgar, wir machen Blitzra auf alle. Und Weißmagie, Vitra auf alle. Ist zwar ein bisschen schwächer, die Weißmagie, aber wir müssen die Heilung eh nicht voll ausschöpfen. 500 pro Runde von Fusoya reicht völlig aus, um uns zu heilen. So, also wie gesagt, man könnte sich raus teleportieren, aber wir machen das nicht, weil ihr habt gesehen, es geht hier links noch ein bisschen weiter. Und genau das will ich auch machen. Ich will praktisch den langen Weg aus dem Krater wieder raus. Wir sind hier quasi, wir sind praktisch in den Krater reingelaufen, sind jetzt hier in der Mitte des Kraters und links geht es wieder auf der anderen Seite des Kraters raus. Und da gibt es noch ein paar Gegenstände für uns zu finden, die möchte ich gerne mitnehmen. Ganz nebenbei noch Erfahrungspunkte sammeln. Außerdem will ich ja so viel wie möglich von dem Spiel zeigen. Und das bedeutet natürlich, dass wir den langen Weg nach oben nehmen. Es sieht zwar kompliziert aus, wenn man sich das anguckt, es ist aber gar nicht so kompliziert. Man kann immer nur einen bestimmten Weg laufen. Die Gegner hier sind ein bisschen nervig, die zaubern Gemach. Aber es ist nichts, was uns wirklich gefährlich wird. Vor allem, wenn man eben vorher ein bisschen gelevelt hat oder eben ein bisschen darauf geachtet hat, dass Schwarzmagie stärker ist. Wenn Schwarzmagie jetzt schwächer ist, wäre das ein bisschen unglücklich. So, wir laufen erstmal nach... Nein! Verdammt! Gut, kann ruhig alles so bleiben. Wir bleiben locker im Autokommentiermodus. Ganz gechillt. Also, das Äther, das ich da verschwendet habe, hätte nicht sein müssen. So viel ist sicher.
Man hätte natürlich auch mit dem Anti-Magie-Stock oder mit dem Zauberbann Wallum bannen können von dem, ne, wisst ihr, von dem mysteriösen Mädchen. Das hätte auch funktioniert. So, hier haben wir die Kiste Nummer 1, Turbo-Elter. Das lohnt sich immer für einen Turbo-Elter einen kleinen Umweg zu laufen. Für später. So. Und dann hätte man natürlich mehr Schaden gemacht, wenn man eben Wallum gebannt hätte von ihr. Das wäre auch wunderbar gegangen. Aber es gibt immer eine Million Möglichkeiten, einen Boss zu besiegen. Es gibt immer nur eine vielleicht schönere und nicht so schöne Variante. Wir haben eben die nicht so schöne Variante genommen. Das liegt daran, dass ich mit Subspirit ein bisschen rumprobiert habe. So, wir machen Schwarze Magie, Blitz drauf, alle. Und der hier macht mal Segnen. Dass ihr es mal seht. Dass ihr es mal seht. Er hat Segnen jetzt aktiviert. Und sobald er wieder dran ist, proppt das Ganze. So, ihr seht, es hat ein bisschen, es hat 2 Mana bei Gorbis geheilt und 3 bei Fusoya. Es heilt jedes Mal, wenn er dran ist, nur 10% des Manas. 1% des Manas, Entschuldigung, 1% des Manas. Das ist wirklich unheimlich wenig. Also es ist definitiv nicht overpowered. Da hat mir das Beten von Rosa damals viel, viel, viel besser gefallen. So, wir gehen erstmal hier lang, denn hier geht's runter. Und unten gibt es eine Kiste mit einer X-Potion. Ja, X-Potions werden wir auch noch genug brauchen in Zukunft. So, jetzt springen wir nach oben. Bevor wir nach oben laufen, nach Norden, gehen wir erstmal nach Süden. Denn hier ist nochmal eine Kiste. Notausgang, ne? Weg mit dem Zaunpfahl. Hey, ihr könnt den Notausgang benutzen und euch rausteleportieren. Wollen wir aber auch nicht tun, denn der Dungeon ist noch ein kleines bisschen größer. Er geht nämlich noch da oben weiter. So, hier ist nichts zu finden. Das heißt, wir laufen nach Norden. Segnen! Präventivschlag! So, ihr seht, Segnen proppt doch nicht in der ersten Runde. Es braucht immer noch eine Runde zum Aufladen. Dementsprechend, wenn die Gegner in einer Runde sterben, macht es nicht wirklich viel Sinn, Segnen zu benutzen. Das, man hat eigentlich nichts davon. Es ist einfach nur eine verschwendete Runde von Fusoya, in der er vielleicht heilen könnte oder so. Er setzt halt einfach eine Runde aus. Einschlagkrater, obere Wand. Wir sind fast am Ziel. Ich glaube, das ist der letzte Abschnitt dieses Dungeons. Aber sobald ich sehe, dass es mehr Gegner sind, die eventuell, wo der Kampf ein bisschen länger dauern könnte, lasse ich Fusoya schon mal segnen. Mir geht es eigentlich eher um das Mana, das man dabei spart. Die Lebenspunkte können wir nämlich auch nach dem Kampf heilen. Da versucht er den guten Gorbis zu verstummen, es klappt aber nicht. Und die greifen schon sehr, sehr oft an. Ach du Scheiße. Vor allem, wenn auch noch einer... Vor allem, wenn auch noch einer verlangsamt ist. So, lassen wir das mal über uns ergehen. Danach heilen wir uns hoch. Und dann mache ich das mit Segen nicht mehr. Es ist einfach nicht wert. So, wie drauf alle, wir sind wieder fit und lassen das mit Segnen in Zukunft. Ein Turbo-Elter Nummer 2, das wir schon gefunden haben. Ich glaube, das ist der zweite. Und wie gesagt, für einen Turbo-Elter laufe ich diesen kleinen Umweg gerne, vor allem diesen kurzen Bogen hier, wenn wir schon diesen Umweg laufen. Dann schauen wir mal, was wir da unten finden können. So, hier kommen Schwarzmagie. Machen wir mal Feuerer auf alle. Und er hier macht mal Weißmagie, Vitra. Auf alle, so ist gut. Bam, bam, bam. Die Viecher sind tot. Und die nächsten. Natürlich bin ich froh, dass wir Segnen haben. Also mit Segnen kann man den Mana-Vorrat noch ein bisschen weiter strecken. Den man so hat. Bevor er leer wird. Aber wir haben noch einen Turbo-Elter gefunden. Das ist das dritte Turbo-Elter. Ihr seht, 3 Turbo-Elter, 1 Turbo-Elter heilt 100 Mana. Und ich würde stark empfehlen, allein deswegen und noch mal ein Ether, ich würde stark empfehlen, diesen Umweg zu laufen. Ihr seht, ein Ether kostet schon 10.000 Gil. Die farmt erstmal zusammen. Die muss man erstmal farmen. Und so hat man eben 3 Turbo-Elter hier gefunden. Das ist halt unheimlich viel wert. Vor allem später, wenn die Dungeons immer länger werden und man froh ist für jedes Mana, das man noch hat.
Stumm könnte ich sich sonst wohin stecken, das stört uns nicht. So. Wir haben es ja fast geschafft, Golbez. Halte noch ein bisschen durch mit deinem Mana. Ich glaube, in den Steinen gibt es nichts zu finden. Ich glaube immer, ich verpasse irgendwelche Schweife oder sowas in der Richtung. Ich habe halt nicht vor, die ganzen Schweife alle zu sammeln. Wenn ihr das selber tut, oh mein Gott. Wenn ihr das selber tut und, also ihr spielt das Spiel selbst für euch und ihr habt vor, irgendwie das Spiel komplett zu komplettieren, tut es. Ich kann es nur empfehlen, alles zu holen. Wenn ich selber spiele, privat spiele, mache ich das auch. Also, wenn ich selbst privat spiele, egal was es für Spiele sind, ich hole immer die 100%. Ich hole immer alles, was ich holen kann. Ich hole wahrscheinlich nicht alle Achievements. Also, so ein Steam-Achievement-Hunter bin ich jetzt nicht. Aber ich versuche schon, sämtliche Geheimbosse zu besiegen, so ziemlich alle Gegner gesehen zu haben und so ein Kram. Das mache ich auf jeden Fall. Und ich kann es jedem empfehlen, der Spiele wie Final Fantasy oder ähnliche Spiele spielt, immer alles zu holen, was es zu holen gibt. Es ist auf jeden Fall wert. Und nur dann kann man sagen, man kennt das Spiel wirklich. Spiele wie Skyrim zum Beispiel oder Oblivion, die ich ja auch gesuchtet habe, von oben bis unten auf Legendary habe ich Skyrim gespielt. Alles geholt, was man holen kann. Es macht einfach Spaß, es gehört mit dazu. Ich glaube, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, würdet ihr gerne, Achtung, jetzt kommt's, würdet ihr gerne ein Skyrim-Let's Play von mir sehen? Ich glaube, ich frage hier im falschen Spiel. Aber so, Skyrim würde mich auch interessieren. Ich würde sogar einen kompletten 100% Walkthrough machen. Also alles holen, was man holen kann. Alle Quests zu Nebenquests und so weiter. Da kenne ich mich sehr, sehr gut aus. In Skyrim. Generell in den Elder Scrolls Spielen. Oblivion habe ich auch alles gesehen. Morrowind habe ich auch durchgespielt. Ich habe aber Morrowind, zweifle ich an, dass ich alles gesehen habe. Morrowind ist schon sehr, sehr, sehr alt. Es liegt sehr, sehr weit zurück. Und damals war ich auch noch ein bisschen jünger, als ich es gespielt habe. Und da habe ich noch nicht alles geholt. Noch nicht alles gesehen. So, komm, ein Spell kriegen wir noch hin. Wir haben es fast geschafft, Golbez. Den schaffst du noch. 5 Mana. Yes. So, damit sind wir draußen. Das nächste, was wir machen, ist wieder eine Hütte aktivieren. Und dann gehen wir erstmal ein bisschen shoppen. Und schauen mal im Kristallpalast vorbei. Zunehmender Mond. Das ist der unglückliche Mond für uns. Deswegen machen wir gleich nochmal hier eine Hütte. So. Da sind doch tatsächlich Fusoya und Golbez stark genug, das Mädchen zu besiegen. Aber sie hat natürlich üble Sachen vor da hinten. Und das können wir nicht so unterschreiben, so stehen lassen. Kommt noch ein Blitzra auf den. So stark ist er nicht, wie er aussieht. Kann sein, dass er anfällig ist für Eis. Ich glaube, viele von diesen Würmern sind anfällig für Eis. Hier auf dem Mond weiß ich nicht, wie das mit denen ist. Aber so zwei, drei Radzauber sollten ausreichen für den. Perfekt. Und was droppt da für uns? Sternenstaub. Wir haben 15.000 Gil, wir könnten tatsächlich einen Äther kaufen. Ich denke sogar darüber nach, das zu tun. Wenn wir dann irgendwann mal ans Ziel kommen, nachdem wir nicht alle zwei Schritte irgendwie Zufallskampf haben oder so. Oh, okay, gut. Trifft nur einen Gegner. Aber auch nicht schlecht. Das ist eigentlich die beste... Nein! Ich wollte gerade sagen, es ist die beste Strategie, einen nach dem anderen zu besiegen. Aber irgendwie sprengt sich der eine doch in die Luft. Man hat wohl wirklich nur eine gewisse Zeit, die zu besiegen. Ich benutze generell nur Radzauber auf die und keine Garzauber. Dementsprechend sprengen die sich bei mir fast immer in die Luft. So, wir laufen an den ganzen Hummingways vorbei, kaufen hier noch ein bisschen ein. Ich würde mal sagen, so nochmal ein paar Phönixfedern, High Potions lassen wir mal kurz. Hütten können wir nochmal kaufen. Nee, komm, wir kaufen mal 10 Hütten, so. Und dann
Komm, wir kaufen Äther. Yes. Und was wir auch noch machen können, wenn wir schon dabei sind, 2 High Potions und nochmal eine Phönixfeder. So. Das nenne ich ein ordentliches Menü. So, dann gehen wir raus und laufen schnellstmöglich zum Kristallpalast, denn da geht ja richtig krasse Action, habe ich mir sagen lassen. So, wir brauchen unsere Lebenspunkte nicht hochheilen links. Wir heilen unsere Lebenspunkte auf diese Art und Weise hoch und heilen dann nur rechts unser Mana. Sehr schön, MP wiederhergestellt. Na, wunderbar. So, ich würde sagen, wisst ihr, ich würde ja oft sagen, wir speichern hier nochmal zwischen. Ich beende genau hier an dieser Stelle die Aufnahme mit ganzen 3 Gilde, die wir noch im Geldbeutel haben. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch ein Skyrim-Let's Play interessieren würde. Würde mich ja mal interessieren, wie viele Elder Scrolls-Fans tatsächlich sich das Let's Play von mir von Final Fantasy IV The After jetzt anschauen. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Ansonsten danke ich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und in der nächsten Episode gehen wir rein in den Kristallpalast. Ich habe das Gefühl, dass das auch die letzte Folge von der Geschichte der Lunaria sein wird. Ich weiß es nicht. Aber da drin wird auf jeden Fall ein bisschen actionlos sein. Das weiß ich definitiv. Und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Bis dann. Tschüss.